أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باش تمزغا فنفتح حلقة عندي أكليرونغ فون العقيدة دي دراي غوندلاغ، الأصول الثلاثة دي دراي غوندلاغ، زغيتي أم دراي غوندلاغ. Il va Allah, il va un prophète, il va l'islam, les religions. redet jetzt, redet die ersten Grundlagen, die Kenntnis über Allah. Die Kenntnis über Allah, subhanahu wa ta'ala. Er hat gesagt, wenn dir gesagt wird, wer ist dein Herr, so sage es Allah, der mich und alle Weltenbewohner durch seine Gnade nährt. Er ist es, den ich anbete, und außer ihm bete ich nichts an. Der Beweis dafür ist seine Aussage, erhaben sei er, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Alles außer Allah ist seine Schöpfung. Ich bin ein Teil dieser Schöpfung. Also alles außer Allah ist eine Welt. Die Welten, Herr der Welten. Dem Herr der Welten, viele Welten auf dieser Welt. Und alles, was außer Allah ist, eine Welt. Jede Welt hat sein Gesetz. Die Bienen, die Ameisen, die Fische, die Pflanzen. Und jede Welt ist eine Art. Und jede Art teilt sich auf Sorten. Schau mal, der Mensch ist eine Art. Der Mensch, viele Sorten unter dem Namen Mensch, viele Sorten. Es gibt Rot, es gibt Schwarz, es gibt Gelb, es gibt viele, viele, viele Sorten gibt es. Dann findest du in jeder Sorte auch viele andere Sorten. Hier jemand kommt aus Afrika, der kommt aus Asien, viele, viele so. Auch bei Pflanzen ist auch so. Bei Steinen ist auch so. Bei Tieren ist auch so. Verschiedene Welten. Allah ist der Herr aller Welten. Allah, Allah. Und ich bin ein Teil dieser Schöpfung. Der Mensch ist ein Teil dieser Schöpfung. Und wenn dir gesagt wird, wie hast du deinen Herr erkannt? Ja, das ist die Frage, woher kennst du deinen Herr? Er sagt, durch seine Zeichen und seine Geschöpfe. Das ist eine Antwort. Durch seine Zeichen und seine Geschöpfe. Das ist ein Teil, was man sieht. Das ist der deutliche Teil. Aber man erkennt Allah durch Al-Fitra. Natürlich für Allah, durch das Fitr von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Mensch von seiner Natur ist Anbeter. Er weiß, dass Allah existiert. Auch der Atheist, wenn er schwer hat, er sagt, oh Gott. Das bedeutet, sein Innere, er erkennt, dass Allah existiert. Aber er redet hier von Ayat, die man sieht. Durch seine Al-Aya
Also im Arabischen, das ist, also das ist ein Zeichen, Ayah. Es ist ein Beweis, ein Burhan, Ayah. Ayah ist ein Beweis dafür, dass Allah existiert. Du siehst, also es kommt noch. Geschöpf, und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne sowie der Mond. Immer diese, es gibt diese Taqabul auf Taqabul, was bedeutet Taqabul? Taqabul bedeutet Tag, Nacht, das ist wie Gegensätze. Tag und Nacht. Himmel und Erde. Mann und Frau. Plus und Minus. Ja? Warm und kalt. Diese Taqabul in dieser Welt. Das sind seine Ayat. Ja? Das sind Ayat, die zeigen, dass er existiert. Subhanahu wa ta'ala. Zu seinen Geschöpfen gehören die sieben Himmel und die sieben Erden. Allah ist gewaltig, Allah ist azim, Allah ist azim. Also wenn du in den Himmel schaust, du spürst, wie Allah azim ist, wie Allah gewaltig ist. Allah ist azim, das musst du spüren. Allah ist sehr gewaltig, azim. Hakim, Halim. Wenn du die Geschöpfe siehst, denke an die Namen und Eigenschaften von Allah Al-Azama, Schönheit. Al-Hikmah, die Weisheit, das Wissen, das muss man richtig nachdenken darüber. Schau oben und denke danach. Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die sieben Erden, so wie alles, was in den Himmel, Malaika, die Engel, verschiedene Arten von Engel. Und auf der Erde, auf was alles gibt auf dieser Erde. Viele Farben, viele Sorten, viele Mitglieder, viele Arten und alles, was dazwischen ist. Der Beweis ist die Aussage der Erhabenen. Zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Also in anderen Ayah und min Ayah, min anfusikum, von seinen Zeichen habt von euch, von ihrer Seelen Gattinnen erschaffen, damit er bei ihnen Ruhe findet. Das ist auch Tag und Nacht, Mann und Frau. Genau. Ist wie Nacht. Der Mann ist wie Tag. Beide sind Ayat. Das habe ich erklärt. Deshalb alles wurde ruiniert. Der Mensch hat keine Ruhe mehr. Weil alles ruiniert wird. Der Mensch hat keine Ruhe mehr. Ja? Keine Ruhe. Warum die Leute finden keine Ruhe? Die Leute finden keine Ruhe. Diese Tumanine, diese Sakine im Herz gibt es nicht. Gestern habe ich ein schönes Wort gelesen. Schönes Wort gelesen. Einer hat gesagt, mir ist lieber, mit 20 Euro zu leben, aber ich lebe sehr glücklich, wie ein König. Alles, ich 20 Milliarden habe und ich lebe wie ein Diener. Ein Diener, ein Sklave. Guck mal, wie die Leute, wie viel Geld sie haben. Sie sind gierig. Sie sind Sklaven vom Geld. Sie, normalerweise, wenn wir über Wirtschaft, das Geld hat keinen Wert. Was hat Wert? Wert hat die Ware. Man gibt Geld, um Ware zu kaufen. Nicht, man stocht Geld. Deshalb gibt es Armut und gibt und dann man Zinsen. Also im Islam, die Ware hat Wert. Das Geld, was ist Geld? Gib Geld, um Ware zu kaufen. Und die Ware ist für dich da.
Dan moet de roer vinden, dan moet je leven, met goed leven. Die hebben miljarden, zijn gierig. Hij denkt dat geld is de ehre. Hij denkt dat geld is de ehre. En morgen, wenn du arm bist, wo is dein ehre? Dan bist du nackt. Deshalb, und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag. Die Sonne und werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder, sondern werft euch vor Allah nieder, der sie erschaffen hat, wenn ihr ihm allein dient. Koran ist ein Koran. Koran spricht den Verstand an, spricht deine Seele gleichzeitig, dein Herz und dein Verstand. Rational, er bringt dir von rational zum emotional. In einem R, in einem R. Es kann kein Buch sowas machen. So wie Aussage erhaben sei er, seine Aussage. Gewiss, euer Herr ist Allah. Inna Rabbakumullah. Inna Rabbakum. Gewiss, er ist Allah. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht über sich selbst, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf. Das ist die Macht. Das ist die Tat der Schöpfung, die niemand kann. Er schuf und sich hierauf über den Thron erhob. Allah weiß alles. Allah ist über sein Geschöpf. Er lässt die Nacht den Tag überdecken. Yughshil laylan nahar. Wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Yatlubuhu hathithan. Und er schuf auch die Sonne, den Mond und die Sterne durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Wash-shamsa hathithan, wash-shamsa wal-qamara wal-nujuma musakharatin bi-amri. Sicherlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segensreich ist Allah, der Herr der Welten. Sein ist die Schöpfung und der Befehl. Allah lahu al-khalq wal-amr. Das ist diese Ehe, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Schließt alles ein. Schließt alles ein, diese Ehe. Schließt Al-Qadar und Al-Shara'a, beide Sachen. 2 großen Grundlagen. Al-Qadar und Al-Shara'a. Al-Qadar ist die Schöpfung. Der Befehl ist Al-Shara'a. Derjenige, der Allah erschafft, er befehlt. Sein ist, das ist hier diese Form, es ist Ausschließlichkeitsform. Also niemand besitzt das außer Allah. Sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segensreich ist Allah, der Herr der Welt. Und der Herr, Rabb, ist derjenige, der angebetet wird. Das ist die Zusammenfassung der Religion. Das ist die Zusammenfassung der Religion. Die 2 Sätze. Zusammenfassung. Rabb ist derjenige, der angebetet wird. Unsere Religion ist deutlich. Sehr deutlich. Du betest Rabb an. Wer ist Rabb? Ist der Schöpfer. Ah, Schluss. Das ist die Religion. Deutlich. Der Beweis dafür, er merkt, er gibt immer Beweise. Das ist immer Beweise. Der Beweis dafür ist seine Aussage. Erhaben sei er. O er Menschen, ja, Johanna. Das ist der erste Ruf im Koran. Surat al-Baqarah. Erster Ruf. Allah ruft den Menschen. Alle Menschen. O ihr Menschen, ja, Johanna. Dient eurem Herrn. Und er benutzt Herr, Rabb. Warum? Der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat.
auf dass ihr gottesfürchtig werden mögt, der euch die Erde zu einem Ruhbett und dem Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. So stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo er es doch besser wisst. Die euch und diejenigen vor. Also es gibt hier, ich lehre euch eine Sache. Wenn ihr mit jemandem diskutiert, Allah redet mit Menschen. Und in den Menschen es gibt Al-Muwahhid und Al-Mushrik. Es gibt Leute, die angebetet, Leute, die haben Allah nicht angebetet. Es gibt Unterschiedlichkeit. In der Tat gibt es Unterschiedlichkeit. Aber wenn du mit jemandem jetzt nicht einig bist in einer Sache, dann führe ihn, ziehe ihn zu einer Sache, wo er beide einig seid. Und mach diese Sache, wo ihr einig seid, als Grundlage zu Streitpunkt. Diese Ehe ist ein Beweis dafür. Also, wir reden jetzt nicht über die Atheisten, das sind die Atheisten, brauchen wir darüber nicht reden. Wir reden über die Menschen. Die Menschen kennen, dass Allah, wissen, dass Allah existiert. Ja? Schau mal, Allah, er ruft zum Gebet. Das ist ein Streitpunkt zwischen Menschen. Nicht alle beten Allah. Und dann, er redet über Sachen, wo die Menschen einig sind. Wenn sie nicht einig mit ihren Zungen sind, einig mit ihren Fetra, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Ja, wer hat uns erschaffen? Wer hat diejenigen vor uns erschaffen? Ja? Auf dass er gottesfürchtig werden mögt, der euch die Erde zu einem Ruhbett und dem Himmel zu einem Gebäude gemacht hat. Wer macht das? Wer macht das? Ja? Und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. Wer macht das? Wer macht das? So, diese so, so, diese Präposition so, das ist Al-Fa' auf Arabisch. Diese Fa', die führt dich von einem Grundlage, ja, von einem Grundlage, ja, zu einem anderen Grundlage. Oder von einer Grundlage zu einem Zweig. Du sagst zu deinem Sohn, ich bin dein Vater. Ich habe dir alles gegeben. Das und das und das und das und das. So gehörst du mir. So hör auf mich. Ja? Allah redet über Rabubiyya, weil die Rabubiyya die Grundlage von der Uluhiyya und sagt, so stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite. Wo er ist, doch besser wisst, dass euren Götzen nicht sowas können. Euer Götzen, die können nicht erschaffen, können nicht die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude machen. Die können nicht vom Himmel Wasser herabkommen lassen. Ha? Die Deutlichkeit und es gibt kein Buch, du findest kein Buch auf dieser Erde. Redet wie Al-Quran. Kein Buch. Ibn Kathir sagt, Abu'l-Fida Ibn Kathir, Shafi'i, Ibn Kathir ist Shafi'i. Obwohl die Lehrer von ihm, die waren, die großen Lehrer, die waren Hanabila, wie Ibn Qayyim und Sheikh al-Islam, das ist auch sein Lehrer. Ibn Kathir ist ein Wikipedia. Mufassir, Grammatiker, Rhetoriker, Historiker, Muhaddith, Hafidh.
Alles vindt Ibn Kathir. Und sein Tier ist Beweis für. Ibn Kathir, möge Allah ihm barmherzig, sagte dazu. Er stellt ein Regel fest. Der Schöpfer all diese Dinge ist derjenige, der der Anbetung würdig ist. Schluss, das ist Islam. Das ist Islam. Deshalb diese Historiker, der Amerikaner, Walter, ein Buch, die Geschichte der Zivilisation. Er hat gesagt, als er, das ist ein ernster Mann, dieser Historiker, wie diese Unwissenden, die schreiben. Die lesen nur Zeitungen, Zeitschriften, sagen, die sind Leute, die sind Intellekt. Dieser Mann, er hat 40 Jahre gebraucht, um sein Buch zu schreiben, mit seiner Frau. Er war überall. Er redete über alle Zivilisationen, er war überall. Er redete über eine Zivilisation, er geht hin, lebt dort und schaut. Er sagt, Islam ist der. Es sagt keine Religion, die deutlich ist wie Islam. Deutlich. Das ist Deutlichkeit. Jetzt Ibn Kathir redet über die Grundlage, wie deutlich die Grundlagen des Islam sind. Schau mal jetzt. Die Christen, die stoßen die Regeln von Mathematik und von die rationale, feste Regeln, sagen 3 gleich 1. Was soll ich mit ihm diskutieren? Ich habe keine Zeit für solche Sachen. Und dann sagt zu dir, lass deinen Verstand raus aus der Sache, aus Glaube. Wie sollen wir wissen, der Glaube authentisch ist oder nicht, wenn ich meinen Verstand der Seite stelle? Schau mal diese Buddhisten und diese Hindus und diese alles und auch diese Sekten von Islam. Die Sekten, die nicht Islam haben. Diese Al-Firq al-Batiniyya, Ismailiyya und Nusayriyya und Hashashin und diese Übertreibung von Rawafid. Was für Religion ist das? Hat nichts zu tun mit Islam. Alles bei ihnen stoßt gegen den Verstand. Die manche, die Rawafid, die waren auf einen Imam, weiß nicht wie lange. Die sagen, er kommt heute raus, morgen. Was ist das? Hat nichts zu tun mit dem Islam. Zanadiqa sind das, sind Ketzer. Das sind die Ketzer. Und die nehmen als Grundlage die Liebe von Ahlul Bayt. Die lieben die Familie vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Hat nichts zu tun mit deutlich mit dem Islam. Islam ist deutlich. Allah, wenn sie eine Stunde pro Tag in Öffentlichkeit lassen, dass die Leute hören in Islam, im Fernsehen, Millionen, in 10 Jahren werden alle Muslime, außer diejenigen, die wohnen nicht. Eine Stunde pro Tag. Da lassen die Muslime schreiben in der Zeitung, reden im Fernseher. Oder? Das ist die Freiheit, oder? Das ist die Freiheit. Dass jeder reden. Und dann schauen wir, dass diese Deutlichkeit, diese Schönheit, diese Religion, diese Wahrheit, das findest du nicht woanders, diese Deutlichkeit. Der Schöpfer all diese Dinge ist derjenige, der die Anbetung würdig ist. Und dann zu den Formen der Anbetung. Jetzt redet sie über Anbetung. Also, das ist wie eine Kette, das Buch. Zu den Formen der Anbetung, das ist die Methodik von Gelehrten zu schreiben. Also von einer Sache zur anderen. Er erwähnt Anbetung, er macht dir eine Tür auf und sagt zu dir, das ist die Anbetung. Er redet über Rabb, der macht eine Tür auf, redet über Rabb. Zu den Formen der Anbetung, die von Allah vorgeschrieben wurden, gehört die Gottergebenheit, al-Islam. Die feste Glaubensübersetzung, al-Iman. Also al-Islam, das sind die Stufungen. Islam, al-Iman, die Vollkommnung der Handlungen, al-Ihsan.
durch das Wissen um Allah auf sich. Ich rede über Islam, al-Iman, al-Ihsan. Das ist sehr wichtig, diese Ausdrücke zu verstehen. Sehr wichtig. Also, es gibt den Islam, es gibt den Iman, es gibt den Ihsan. Und die drei Ausdrücke, sie wurden in drei in Hadith von Jibril erwähnt. Also Jibril kam zum Prophet und fragte ihn über Islam, über Iman, über Ihsan. Al-Islam, das sind die sichtbaren Taten. Das Gebet, also Al-Shahada, Gebet, Al-Sawm, Al-Hajj, Al-Zakat, die fünf Säulen. Die fünf Säulen sind sichtbar im Islam. Al-Iman ist Glaube an Allah, seinen Engel, seine Bücher, Propheten, Tag der Auferstehung, an Al-Qadr. Das sind die inneren Taten, Iman. Al-Ihsan, das ist die Vollkommenheit von Iman. Du betest Allah an, als ob du ihn siehst. Al-Islam. Also Allah sagt im Koran, ich erkläre das jetzt so. Al-Islam, Allah sagt über die Beduinen, قالت الأعراب آمن. Wir haben gesagt, wir haben glaubt. قالت الأعراب آمن. Sag, قالت الأعراب آمن. قل لم تؤمنوا. Sag, er hat nicht den Iman durchgeführt. ولكن aber sagt, أسلمنا. Wir sind Muslime. أسلمنا bedeutet, wir beten, wir sagen, لا إله إلا الله, wir fasten. Was in euren Herzen ist. Wo ist die Liebe zu Allah? Wo ist Furcht? Wo ist Hoffnung? Wo ist Khushu, wenn du betest? Wo sind diese Taten des Herzens? Das ist Iman. Aber jeder Muslim hat die Grundlage von diesen Taten. Liebe. Also jeder Muslim liebt Allah. Also wenn einer kommt und sagt, ich liebe nicht Allah, du bist kein Mann. Man braucht diese Grundlage. Jeder Muslim, er liebt Allah. Jeder Muslim hofft auf Ar-Rahma von Allah. Jeder Muslim, er hat einen Grundlage in der Tawakkul. Jeder Muslim sagt Bismillah. Das ist Tawakkul. Aber Iman, das ist eine andere Stufe. Wenn die Liebe hoch ist, wenn die Hoffnung hoch, wenn Tawakkul, Verehrung, die Spüre der Dienerschaft, spür die Dienerschaft. Man spürt die Schönheit von dem Islam. Schönheit der Schöpfung. Ja? Schönheit der Befehle. Und deshalb die Leute variieren. Die Leute variieren sich. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala lobt diejenigen, die wissen. All diejenigen, die wissen, auch wenn du jetzt sitzt, und schaut auf ein Eier oder schaut auf die Schöpfung und dann du spürst diese Schönheit und diese Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Tat ist Ibadah, diese Tat ist Ibadah. Oder wenn du ein Eier liest und dann weinst du, oder wenn du auf Himmel siehst und du weinst, du spürst, wie Allah azim ist. Das ist, was für Ibadah ist das? Ein großer Ibadah ist das. Ein großer Ibadah. Deshalb, Abu Bakr hat nicht das Sahaba mit vielen Gebeten und viel Saum Vorzug bekam. Das Sahaba haben alle gebetet, wie Abu Bakr. Okay, Abu Bakr hat mehr Geld gegeben. Aber die Gelehrten sagen, dass Abu Bakr, das ist die Taten des Herzens von Abu Bakr. Dieses Siddiqiyya. Die glaubt an Prophet, alles was der Prophet sagt, glaubt er. Das ist diese Stufe. Das war eine höhere Stufe von Abu Bakr. Liebe von Abu Bakr zum Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und Liebe von Abu Bakr zu Allah, subhanahu wa ta'ala, zum Prophet, zum Sahaba, das ist diese Liebe.
في ايرون تو الله سبحانه وتعالى سال تا مسلم اوف تنخدم اوف سفيرليش تنخدم زير تيف تنخدم ديزا بيتويتونغ Das Problem, Hindernisse, wo wir leben, das Leben, diese Zeit hindert dich, tief nachzudenken. Versuch nachzudenken. Versuch nachzudenken. Über solche Sachen. Dann kommt der Ihsan. Ihsan, das ist auf Arabisch, macht man eine Sache exakt. Ihsan ist eine andere Stufe. Ja, deshalb, ich rede über die drei Sachen. Ja? Wissen aber Allah aufrichtig, die Hisan. Dazu gehören auch das Mitgebet. Also, da sind die Mitglieder jetzt. Ich rede über Mitglieder von dem Islam, von dem Iman, von dem Hisan. Das Mitgebet, Ad-Du'a, die Angst, Al-Khauf, die Hoffnung, Al-Raja, das Vertrauen, Al-Tawakkul, das Verlangen, Al-Raghba, die Ehrfurcht, Al-Rahba. Die Demut, Khushu', die Furcht, Al-Khashya, die Zuwendung, Al-Inaba, die Bitte um Hilfe, Al-Isti'ana, das ist Al-Islam. Das ist die Wahrheit von Al-Iman, das ist Al-Iman. Diese Bedeutung, diese Taten des Herzens, die Bitte um Zuflucht, Al-Isti'ada, die Bitte um Beistand, Al-Istatha, die Opferung, Al-Dhabh und das Gelübde, Al-Nadr, sowie andere Arten der Anbetung, die Allah uns anbefahl. Das ist, da begann mit zu Al-Du'a. Er wird über jede Art von Al-Ibadah jetzt reden, mit Beweisen. Er redet über Al-Du'a. Al-Du'a ist Umar sagt, ich mache keinen Sorgen, dass Allah mir gibt. Das ist sicher. Allah gibt mir. Allah nimmt mein Dua an. Das ist nicht meine Sorge. Meine Sorge ist ein Dua. Du findest, viele Leute machen kein Dua. Und manchmal, wenn die Tür von dem Dua geöffnet ist, das ist eine Gabe von Allah, dass die Tür von dem Dua geöffnet wird. Dass du machst ein Dua gern. Du spürst, diese Süße von der Dua. Und manchmal kommt Zeichen, dass Allah wird dein Dua annehmen. Ja? Dua, das ist sehr wichtig. Dua, das ist Allah, Allah oft. Er prüft seinen Diener, weil er seine Stimme will. Er prüft seinen Diener, weil er seine Dua hören will. Der Diener erlebt diese Prüfung. Er macht viele Dua, viele Gebete, viele Dhikr, viel Koran lesen, viel und viel und viel. Danach, wenn er keine Prüfung mehr hat, wurde von der Prüfung befreit. Er sagt, Alhamdulillah. Wenn diese Prüfung nicht da wäre, hätte ich gar nicht das alles gemacht. Dann sieht die Früchte von dieser Prüfung. Dann weiß es, Allah Rahim ist. Allah wollte deine Stimme hören. Allah wollte deine Tränen sehen. Allah wollte dein Sujud. Allah wollte dich hören. Ja? Das ist sehr wichtig. Okay, dann, wie spät ist das? Wie viele Minuten haben wir gesprochen? Dann noch 5 Minuten, inshallah. Nur 5 Minuten, dann hören wir auf. Al-Du'a, Al-Khawf, Moment, ich schau, was er sagt. So wie andere Arten der Anbetung, die Allah uns anbefahl. Alle gehören nur Allah, dem Erhabenen. Und der Beweis dafür ist seine Aussage, Erhaben sei er. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah. Wa anna al-masajid. So ruft immer nie. Ruft neben Allah niemanden an. So ruft niemand neben Allah niemanden an. La tad'u ma'allahi ahad.
هي الدعاء بذات العبادة. Wer also etwas davon für jemand anderen verrichtet, als für Allah, dieser ist somit ein Polytheist, ein Mushrik und ungläubig, Kafir. Der Beweis dafür ist eine Aussage, das ist nur, der redet allgemein jetzt, redet allgemein. Ja? Aussage haben sei er. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herr. Gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohl ergeben. Und wir jedoch mit Allah Ilahen auch. La burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Innahu la yuflihul kafir. Das ist ein Beweis dafür. Dass wenn jemand einen anderen Gott anruft, الدعاء غيتي بالدعاء هي الدعاء اسال العباده قلت حديث افين دو ديز حديث افين و باي ذا ايبليفيرون هايست اس داس بيت جيبيت اس دا كان دي انبيت حديث ديز حديث اس شواخ دي ريش اوثنتيش حديث اس داس بيت جيبيت دا انبيت اس دي انبيت و دي بيفايز اس زاين اوزاغ هابن زاي ار Euer Herr sagt, Qala Rabbukum, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Dua, redet mit Dua jetzt. Dua ist für Allah. Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle demütigt eingehen. Das ist Dua. Dua ist Ibadah. Das ist eine Anbetung für Allah subhanahu wa ta'ala. Für niemanden außer Allah. Der Beweis für die Angst ist seine Aussage, erhaben sei er. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Innama. Moment. Ja. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Moment. Es gibt hier einen Unterschied zwischen fürchten, Angst haben. Khashia. Also im Arabischen. Es gibt Unterschied Khauf und Khashia. Al-Khashia ist Angst mit Wissen. Deshalb Allah beschrieb die Wissenden mit Al-Khashia. Ja? Und Al-Khauf ist ein Khauf ist Angst ohne Wissen. Ich gebe euch ein Beispiel. Du bist in einem Ort. Du kennst den Ort. Du kennst, wie du rausgehst, reinkommst, du kennst den Ort. Und du hast Angst in diesem Ort. Das ist nicht Angst. Das ist Furcht, Khashia. Weil du weißt, du bist bei dich. Du bist in einem Ort, wo du Wissen hast. Du reinkommst, rauskommst. Aber Khauf ist eine Tat ohne Wissen. Kann man, wie Musa, Allah sagt, Lertachaf. Er hat diese Schlange gesehen und wollte abhauen. Weil er hat kein Wissen, wollte abhauen. Normal, das ist eine normale Angst. Deshalb Allah beschrieben mit Khauf. Ja? Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Der Beweis für die Hoffnung ist seine Aussage, erhaben sei er. Wer nun auf die Begegnung mit seinem hofft, der soll rechtschaffen handeln und bei Dienst an seinem Herr niemand beigesellen. وَمَنْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Das ist erfüllt Beweise aus Koran. Das ist seine Art. Erfüllt Beweise. Der Beweis für das Vertrauen, Tawakkul,
سوي أغابش توكل توكل أو أغابش دفينز أو دوي دفينز دو كاين كاين وورد في التوكل أفيتراونس أين تايل من التوكل إزاين أو زاغة und verlasst euch auf Allah, gläubig seid. Was bedeutet Tawakkul? Ich erkläre Tawakkul, dann hören wir auf. Tawakkul ist ein Tat des Herzens. Also Tawakkul bedeutet, dass dein Körper arbeitet, macht es selber. Du machst es selber, dein Körper. Aber dein Herz hängt und weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala macht alles. Dein Herz hängt an Allah. Ta'alluq und vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dein Körper arbeitet. Du machst es selber. Du machst es selber. Deshalb, als der Beduin dem Prophet Slaislam gesagt hat, soll ich meine Kamel freilassen? Ja? Und soll ich mein Kamel freilassen und ich mache Tawakkul? Prophet sagt zu ihm, binde sie und mache Tawakkul. Mache es selber, mache Tawakkul. Warum? Warum? Weil Allah hat so die Welt gemacht. Du musst dich bewegen. Allah selbst konnte sagen zum Himmel und Erde, sei, ist, hat Zeit gebraucht. Um Himmel und Erde, um die Menschen alles. Allah sagt, kun, fayakun. Aber Allah hat so gemacht. Auch sein Gesetz in diesem Universum, dass jede Sache hat ein Mittel. Sache hat Mittel. Willst du Kinder, musst du heiraten. Willst du Geld, dann musst du arbeiten. Willst du Wissen, musst du dich bewegen. Musst du lernen. Eine sitzt und sagt, Allah, wenn diese Bücher zum Essen ist, ich hätte alle in 3 Stunden gegessen. Da wäre ich schnell ein Wissen da. Mit Essen. Aber geht nicht. Da muss man lernen. Und langsam. Ein macht einen Tag nach der anderen, einen nach der anderen. Jede Sache ist so, jede Sache. Jede Sache ist. Deshalb, Tawakkul, du musst tun. Dein Herr ist mit Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Herr hofft auf Erfolg, hofft auf Erleichterung, hofft auf was du möchtest und vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das ist sehr wichtig. Aber wenn dein Herr ist mit dem Sebeb, hängt an dem Sebeb, das ist kein Tawakkul. Allah weiß das. Allah ist der Schöpfer. Allah gibt Erfolg. In jeder Sache. Allah gibt Erfolg. Wir hören jetzt auf, inshallah. Also wir sind jetzt in At-Tawakkul. Dann lesen wir nächstes Mal At-Tawakkul. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. Ja, das erklären wir in der nächsten Halaqa, inshallah. Also, ich lasse 5 Minuten für Fragen. 5 Minuten. Und wenn er keine Fragen hat, dann beenden wir, inshallah, unsere Halaqa. Also, ich habe eine Frage. Was meint ihr, wenn wir um 20 Uhr anfangen, inshallah? Besser. Es ist Winter jetzt. Was denkt ihr? Dass wir um 20 Uhr schon anfangen. Ja, und die anderen? Dann machen wir alle Doros um 20 Uhr. Ja, alle Doros. Also alle machen alles um 20 Uhr. Dann kommt ihr, braucht ihr gar nicht mehr jetzt später reden. Alle Doros um 20 Uhr. Hadith,
morgens Hadith, immer 200 Fragen antworten, also immer 20 Uhr. Auch Montag, Hilal Talib al-Ilm, 20 Uhr. Besser. Dann sind wir zeitiger fertig, inshallah. Warum machen viele Muslime weil die Beziehung zu Allah ist schwach. Tawakkul ist schwach. Die Hoffnung ist schwach. Die Liebe ist schwach. Die Verehrung ist schwach. Al-Iman ist schwach. Weil es kommt alles von dieser Taten des Herzens. Einer ist verbindet zu anderen. Dua ist ein Dua ist es wichtig, Dua. Dua ist sehr wichtig. Dua kann viele Sachen ändern. Am besten im Drittel der Nacht. Und wie macht man Dua, wenn es regnet? Also es gibt Zeiten, wo Dua angenommen wird. Also bedeutet, wird mehr angenommen. Zeiten wie Regen, wie Sujud. Der Diener ist nah zu Allah im Sujud. Dritte Nacht, auch Allah subhanahu wa ta'ala kommt im ersten Himmel und dann fragt. Viele, viele, es gibt viel, wenn man krank ist, wenn man schwer hat. Auch im Sujud ist auch wichtig. Sujud. Dua. Also wie macht man Dua? Wenn es regnet, macht man Dua. Fange mit, was ist deine Frage? Also wie, du fragst über, soll man seine Hand hoch oder was meinst du? Wenn du, kannst du 2 Raka'a beten. In der Zeit, wo nicht verboten ist, kann man 2 Raka'a machen. Uneingeschränkt. Nach Dor zum Beispiel, wie es regnet, macht bitte 2 Raka'a, damit du Dua machst. Oder kann man ein Asl, eine Dua, dass man seine Hände aufhält. Asl, das ist die Grundlage. Außer in Stellen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht seine Hände hochgemacht hat. Wie in der Jumu'ah zum Beispiel. Wie nach dem Gebet. Die Leute immer nach dem Gebet machen. Mach du eine Sujud. Du hast das Sujud gelassen. Verboten Zeit. Ja, und auch nach dem Asr auch. Aber wenn eine verbotene Zeit ist, dann sitzt dich und. Aber soll man den Namen von Allah erwähnen? Wenn du Rahme willst. Dann erwähne Rahman und Rahim, erwähne den Namen von Rahma. Wenn du was willst, dann erwähne Karim, den Namen von Großzügigkeit, Karim, Al-Jawab. Ja? Und dann sag, was du willst. Sadaqa ist sehr wichtig. Sadaqa. Sadaqa ist wichtig. Möge Allah uns reich machen, damit wir Sadaqa geben. Viel Sadaqa für die Armen. Okay, dann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen mehren. Ja Rabbi, ja Rahim, ja Karim, ja Jawad. Ja Rahman, ja Rahim, ja Dha Jalali wa Ikram. Ja Allah, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wal-ula. ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يا قادر يا رب يا رحيم يا رحمن يا جواد. اللهم يا رب، اللهم زدنا علما يا رب، يا رب زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم اغننا من فضلك يا رب، اللهم اغننا من فضلك يا رب، اللهم اغننا من فضلك، اللهم اغننا من فضلك، اللهم اغننا من فضلك، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ارزقنا الفهم في الدين، اللهم ارزقنا الفهم في الدين والفقه فيه، اللهم فرج كربة هذه الأمة، فرج كربة كل مسلم، واشف كل مريض، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك،
شفاء لا يغادر سقما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. آمين آمين. أيضا إن شاء الله بإذن الله أنزل حلقة باسمك سمعنا إن شاء الله فيكم. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.